Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal namens Assemblance. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist und worauf ich mich hier einlasse. Ich weiß nur, dass es irgendwie eine Art Mystery-Spiel sein soll. Ein Mystery-Spiel, wo seltsame Sachen passieren, also so horrormäßig sozusagen. Ich hoffe, es kommen keine Jumpscares oder sonstiges, weil darauf bin ich nicht vorbereitet im Moment. Aber ja, schauen wir mal, was Assemblance mit uns macht, was dieses Spiel mit sich bringt. Und ich würde mal sagen, wir starten und drücken E. Ja, nachdem ich hier schon mal ein bisschen angefangen habe, um die Qualität einzustellen und mal ein bisschen reinzugucken, würde ich mal sagen, wir starten mal mit einem Neustart. Und keine Sorge, ich habe das Spiel noch nicht komplett durch, sondern ich habe gerade mal die ersten 2 Minuten oder sowas gespielt, um mal zu gucken, wie die Qualität so ist und generell, ob alles passt. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten mit einem Neustart und sagen Restart. Why aren't you helping? This is an emergency, life or death situation that requires your immediate attention. Once again, this is a very serious situation. Please activate the terminal in front of you and follow the instructions. Okay, wir sollen das Terminal hier anscheinend aktivieren, was auch immer das für ein Terminal ist. Assemblance Labs, Memory Access Point, Input Stored Memory to continue. Press E to use Terminal. Okay, wir pressen mal E, also drücken mal E. How are you feeling today? Great, not good, confused or angry and confused. Okay, also great, ja, wie man es ja kennt, ne, super geil. Not good, ja, kann man sich ja denken, eigentlich nicht so toll. Confused, natürlich verwirrt und angry und confused, wütend und verwirrt. Ich würde mal sagen, ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Ich weiß aber nicht warum. Ich weiß nicht, was hier passiert, also ich würde mal sagen, ich bin verwirrt. Listen, I'm going to be honest with you. There was no emergency. I was simply evaluating your ability to respond and react to a stressful situation. That's my job. I'm here to help you. So, do you really want to try this again? You've been at this for far too long. And for some reason, you seem really stressed out. Your answers from the questionnaire... well, odd. Do you at least remember how this all works? Okay, wie auch immer diese Stimme ist, ich habe keine Ahnung, woher die kommt. Aber irgendwas sagt mir hier, dass das vielleicht eine Art Simulation ist. Also es muss eine Art Simulation sein. Was auch immer hier in dem Raum sich dann verbergen mag. Vielleicht können wir damit irgendwas erschaffen. Memory Index. Woodland Ridge. 7. April, 13.42 Uhr. Gut, dann nehmen wir das einfach mal. Bleibt uns sowieso nichts anderes übrig. When you're ready, you may enter the simulation. Just step inside. Okay, wir sollen eintreten. Okay, dann tun wir das. Wow. Wir sind... Okay. Oh, wir können zoomen. Auch nicht schlecht. Wir sind gerade in so einer Art Wald. Aber das Licht, Alter, wenn das Licht hier so durch die Bäume scheint, das ist ja mega geil. Also ich muss sagen, das ist wirklich gut gemacht. Das ist wirklich sehr nett gemacht. Wow. Okay. Schauen wir mal. Untersuchen wir mal alles. Ja, ein schönes Bäumchen. Hat auf jeden Fall noch grüne Blätter dran. Auch schön.
R. Was auch immer das bedeuten mag, ich drück's noch nicht. Ich drück's noch nicht, ich möchte hier erstmal alles untersuchen. Weil nicht, dass ich hier gleich in der Geschichte voranschreite. Ich bin ja einer, der gern alles mal untersuchen möchte, der sich alles mal in Ruhe angucken möchte. Also bitte habt ein bisschen Geduld bei mir. Ich schaue mir immer gern mal alles an, in aller Ruhe. Und guck mal, was es hier alles so gibt. Noch ein Baum. Okay. Also runter können wir auf jeden Fall nicht. Wir können auch nicht runterfallen oder so, sondern hier ist quasi Endstation. Okay, anscheinend ist das einfach nur dieser komische Raum von vorhin, der komplett leer war. Und wir laufen gerade irgendwie gegen die Wand und können deswegen hier nicht mehr weiter. Ich wäre nämlich da gern mal hinabgestiegen und hätte mal geguckt, was sich da unten alles verbirgt. Aber gut. Oh, ein süßer Schmetterling. Chloe. Das ist Chloe. Ach du Scheiße, was macht denn sie hier? Sorry. Okay. Hübscher blauer Schmetterling. Hübscher blauer Schmetterling. Ich mag das. Schmetterlinge sind süß. Okay, da können wir auch nicht weiter. Gut. Ja, was bleibt uns anderes übrig? Ich würde mal sagen, nachdem wir hier nicht großartig viel machen können, außer uns hier ein bisschen im Wald herumbewegen, aber das war es auch schon, ein relativ kleiner Wald vor allem, deswegen würde ich mal sagen, wir drücken mal R und gucken mal, was sich danach tut. You always respond well to that memory. It was from a better time in your life, before the endless hours of hard work and regret that destroyed your self-worth and forced you to question all the choices you've made. But perhaps things are different now. Are you ready to continue? Okay, das war dieser Raum also. Das war der Raum, wo wir uns gerade wahrscheinlich befunden haben. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, aber so klein war ja der Wald jetzt gar nicht. Also, entweder hat sich der Raum dann verdoppelt und verdreifacht. Oder? Ich weiß es nicht. Irgendwie kommt mir das sehr, sehr merkwürdig vor. Warum ist der Raum so klein und der Wald war so ein Stückchen größer? Ich weiß nicht. Next. Something very meaningful had occurred. Okay. Okay, Office. Ja gut, dann nehmen wir mal das Office. Wann war das genau? 18. April 23:59 Uhr. Assemblance Office. Alles klar. Nein, verdammt. Ja gut, jetzt habe ich es nochmal geladen. Your office. You were always there. Das ist mein Büro? Okay. Okay, nice. Was haben wir hier? Assemblance Labs. Wahrscheinlich Memory. 55 BF oder 8F, keine Ahnung. Subject One Case Study. Okay. Ein Brief. Was Morgan's in the Hat Watcher Sam. Look closer. Was haben wir denn da? Press E. Okay. Schaut aus wie ein Tonband oder so, wie ein altes Abspiel. Also so, ja, wie so ein altes Tonband aus früheren Zeiten. Assemblance Labs, Memory. 55 BF oder 8F Subject One Case Study. Genau dasselbe. Also da haben sich die Entwickler keine Mühe gegeben. Da haben sie einfach die Akten verdoppelt und verdreifacht. Auch nicht schlecht. Okay, da haben wir noch ein Telefon. Können wir aber nichts machen, ne? Nee. Get nix, kann ich nichts machen. So, Uhrzeit, 12.02 Uhr. Alles klar. 12 von 2.
Scheint aber mitten in der Nacht zu sein. Habe ich so das Gefühl. Scheint mitten in der Nacht zu sein, weil draußen ist es dunkel. Also quasi, naja gut, nachdem die Amerikaner ja nur das 12-Stunden-Format haben und kein 24-Stunden-Format, ist es demnach quasi 3 Minuten nach Mitternacht. Interessant. Was ist eigentlich, wenn ich da jetzt 15 Minuten stehen bleibe? Ist es dann 12.18 Uhr? Ist es dann tatsächlich 12.18 Uhr hier, wenn ich da stehen bleibe, 15 Minuten? Ich drehe mich mal um und gucke mal weiter. Und drehe mich danach nochmal zur Uhr und schau mal, ob es dann 12.05 Uhr ist oder so. Mal gucken, ob das wirklich Realtime funktioniert. Okay. Da haben wir ein schönes Bildchen. Certificate of Appreciation oder so. Weiß ich nicht. Okay, ich kann das leider nur schwer lesen. Aber ein bisschen zu dunkel hier. Kommt mir so vor. Wisst ihr was? Ich drehe das hier mal auf und guck mal, was das zu bedeuten hat. 12.04 tatsächlich. An alternative theory accounts for these discrepancies by proposing that the hippocampus selectively stores one type of memory, episodic, while the surrounding cortex stores another, semantic. And with this, well, it would be re-recording. It would be re-recorded. And now this is another copy. Well, it's simply another copy. It has a copy many times in both the hippocampus and the cortex. All of those cortical copies generate a new semantic. In theory, if you were to store these memories, it would be possible to preserve their integrity. This is, of course, assuming the memories were accurate to begin with. Okay. Look closer. Was ist das denn eigentlich? Notizblock auf jeden Fall, da stehen Namen oben. Was ist denn? Wow! Remember when she saw the blue butterfly? What the? Hey, das ist Windows XP. Das ist Windows XP, Freunde. Geiler Scheiß. Sam, Casey, Alex, Carter, Henry und Osvaldo sind durchgestrichen. Morgan ist noch offen. Bartolomeo, Alter, dieser Name. Und Foe. Und Roan oder Phone? Roan wahrscheinlich, Roan. Ist ein R wahrscheinlich. Okay, da können wir nichts machen. Okay. Wartet mal. Ich muss mal kurz was nachgucken. Okay. So, ja, dann würde ich mal sagen, nachdem wir hier nicht wirklich viel machen können. Ja, drücke ich einfach mal wieder R, ne? Bringt das sowieso nichts. You seem to be making connections to your past. I'm glad you haven't completely lost your mind. Okay, wir haben abgespeichert, interessant. Also hier gibt's Autosave. Hier gibt es also Autosave. Okay, jetzt haben wir wieder nur die beiden zur Verfügung. Woodland Ridge, 7. April, 13.42 Uhr. Das hatten wir zwar schon, aber ich gehe trotzdem nochmal rein. Vielleicht hat sich da jetzt irgendwas verändert, dadurch, dass wir im Büro drin waren. Moment. Habt ihr das gerade gesehen? Bevor ich da reingegangen bin, da war da vorne bei diesen beiden Bäumen hier, nach vorne gehe, da war alles blau plötzlich. Also da sah es so aus, als wären da blaue Blumen. Jetzt kaum sind wir durch, ist alles grün. Irgendwie merkwürdig. Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Okay. Gibt es teilweise ein Palais?
Wie geil ist das denn? Es ist bei mir das Game plötzlich eingefroren und ich habe keine Ahnung warum. Okay, ich muss mal kurz das Spiel anscheinend neu starten, weil ich kann jetzt momentan nichts mehr bewegen. Also quasi bei mir steht gerade alles still, ich kann nichts mehr machen. Bei euch wahrscheinlich in der Aufnahme ist alles tippitoppi, aber bei mir am Monitor hat sich gerade alles aufgehängt. Ich weiß nicht warum. Ja, ich werde mal kurz die Aufnahme neu starten. Und ja, und dann werden wir uns auf jeden Fall gleich wiedersehen. Kurzen Moment bitte, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Sorry für die kurze Unterbrechung. Ja, ich habe gerade auch die Tonspur noch abgespeichert und so, ne, dass hier nichts verloren geht. Und ja, ich wollte es euch gerade nochmal zeigen. Bevor wir hier durchgehen, schaut euch das mal an. Wenn wir hier zu den beiden Bäumen hier schauen, die hier direkt vor uns liegen, ein paar Meter vor uns, dann sehen wir doch, dass hier alles blau ist, ne? Also zumindest ein Teil davon. Und sobald wir jetzt durchgehen oder uns nähern, wird das Ganze plötzlich grün. Und wenn wir dann durch sind, ist es grün. Irgendwie sehr, sehr merkwürdig und sehr interessant. Aber gut. Wir sind wieder zurück in Spiel Assemblance. Und ja, wir haben ja gerade das Office auch besucht und haben uns dort das Tonband angehört und den Bildschirm näher angeguckt, wo diverse Nachrichten auf uns gewartet haben. Und ja, und da ist dieser süße blaue Schmetterling wieder. Chloe, juhu! Oh shit, what the f... Wow! What the fuck? Wieso bin ich... Ich bin in ein neues Areal gekommen. What the... Okay, was soll... Wer ist das davon? Beim Fenster oder beim Balkon? Das ist gar nicht gut. Okay, da haben wir noch eine Kappe. Frau, bist du es? I'm waiting for you. Was? Ich warte auf dich? Ernsthaft? Why aren't you helping? This is an emergency, life or death situation that requires your immediate attention. Déjà vu. Once again, this is a very serious situation. Please activate the terminal in front of you and follow the instructions. Ich hab grad irgendwie ein Déjà-vu, kann das sein? Okay. How are you feeling today? Ich würde mal sagen, ich fühle mich gerade nicht gut. Weil ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht genau, was hier jetzt gerade passiert ist. Wir haben unsere Frau beim Balkon gesehen, sind auf sie zugegangen und plötzlich war sie weg. Und meinte, ja, sie vermisst uns. Und allein schon diese Sachen, die hier passieren teilweise. Also wir haben uns den Schmetterling angeguckt und waren plötzlich in einem anderen Raum. Oder vorher, das Office, ne? Wir sahen uns den Bildschirm an und plötzlich stand eine neue Nachricht. Ich meine, irgendwie ist das sehr, sehr merkwürdig. Ich würde mal sagen, ich fühle mich nicht gut. Listen, I'm going to be honest with you. There was no emergency. I was simply evaluating your ability to respond and react to a stressful situation. That's my job. I'm here to help you. So where should we begin? What do you remember? To be honest, I'm a little concerned about your current mental state. Your answers from the questionnaire, they weren't incorrect, just not what I was looking for. Do you at least remember how this all works? Okay, es hat wieder abgespeichert, sehr schön. Moment, ich muss nochmal kurz was öffnen, dass ich sehen kann, wie lange ich ungefähr schon aufnehme. So, okay. Okay, es haben wir Terrace, also 431 E-Terrace DR, 1. Mai, 9.17 Uhr.